beginnen wir, meine Damen und Herren, mit ein paar Szenen, die im Herbst des Jahres 1934 in einem kleinen Dorf nur ein paar Dutzend Meilen westlich von Shanghai spielen. Die mächtige amerikanische Produktionsfirma Metro-Goldwyn-Mayer lässt in jenem Dorf einen Film drehen, der auf einer berühmten Romanvorlage basiert. Er soll das Schicksal einer Familie schildern, deren Haupt, der Mann heißt Wang Lung, deren Hauptfigur sich vom kleinen Bauern zum mächtigen Grundbesitzer hochgearbeitet hat. Die Amerikaner möchten den Film so authentisch wie möglich gestalten. Also dreht man vor Ort im tiefsten China. Dort, wo das Mittelalter noch allgegenwärtig ist. Die lokalen chinesischen Behörden, die das Filmen genehmigen mussten, halten dagegen nichts von sozialem Realismus. Sie halten auch nicht viel von falscher Romantik. Also werden Bauerndarsteller abgelehnt, die nicht die chinesische Hochsprache, die kein feines Mandarin sprechen. Also tragen die Bäuerinnen bei der Getreideernte feinste Seidenstoffe. Also dürfen die mageren Ochsen des Dorfes nicht im Bild erscheinen. Es werden stattdessen unter größtem Aufwand zwei Traktoren herbeigeschafft. In ganz China, meine Damen und Herren, waren damals Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts insgesamt 12 Traktoren im Einsatz. Genau gerechnet somit 10, 2 wurden ja für Filmarbeiten benötigt. Doch so ganz gefiel den lokalen chinesischen Machthabern immer noch nicht, was da als chinesische Realität erschien. Kurz nachdem das Filmmaterial in Shanghai für den Abtransport nach Kalifornien in einem Werftgebäude gelagert worden war, zündete ein beherzter chinesischer Geheimdienstagent den Holzschuppen kurzerhand an. Das gesamte Material ging anständig in Flammen auf. Der Film musste ein Jahr später in der Umgebung von Hollywood nachgedreht werden. Dort stellten sich dann andere Probleme. Sie haben recht, meine Damen und Herren, in diesem Eingangsbild stimmt einiges nicht. Doch seien Sie unbesorgt, wir stoßen später noch auf andere Ungereimtheiten. Die Autorin jenes Romans, der als Vorlage für einen Film über das Schicksal chinesischer Bauern in deren Heimatland gedreht werden sollte, wurde 1892 in West Virginia geboren und hieß mit Mädchennamen Pearl S. Seidenstricker. Sie war die Tochter eines Missionars der Presbyterianer, der sich berufen fühlte, in China die Heiden zum Christentum zu bekehren. Als Pearl 3 Monate alt war, holte der Vater sie auf seine Missionsstation ein paar hundert Kilometer westlich von Shanghai. Presbyterianer, verehrte Zuseher, sind oder waren damals die strengeren Vertreter des Protestantismus. Der Vater der kleinen Pearl, die später als Pearl S. Buck mit ihrem Roman als erste Amerikanerin den Nobelpreis für Literatur gewinnen sollte, der Missionar Absalom Seidenstricker, war sehr streng. Und das bis zur Grenze der Wunderlichkeit. Zeitzeugen wollen in Erfahrung gebracht haben, dass Absalom Seidenstricker in Momenten der üblen Laune bezweifelte, ob Frauen überhaupt eine unsterbliche Seele ihr eigen nennen durften. In ganz besonders üblen Momenten dehnte der Missionar dieses Misstrauen, diesen Verdacht auch auf die Existenz aller chinesischen Seelen aus, ganz gleich welchen Geschlechtes. Derlei Ansichten führen einen amerikanischen Missionar selbst in einer religiös eher indifferenten Gesellschaft wie der chinesischen nicht direkt näher an die Herzen der zu Bekehrenden. Doch den offenbar nur von wenigen Selbstzweifeln geplagten Vater von Pearl S. Buck scheint massiver Widerspruch eher angesprungen zu haben. Wurde er bespuckt, mit Steinen beworfen, verflucht, dann sah er das eher als eine Bestätigung seines himmlischen Auftrags. Schließlich wartet auf den Märtyrer, hier sind sich führende Weltreligionen einig, ja, das Himmelreich. Der Reverend Seidenstricker hieß auf Chinesisch übrigens Herr Sai. Und Sai bedeutet stopfen. Die Tochter des Missionars verübelte es den Chinesen, unter denen sie aufwuchs, übrigens nicht, dass sie ihren Papa übel behandelten. Später, da war sie schon berühmt,
sollte Perlis Buck öffentlich bekunden, dass sie missionarische Tätigkeit, sie hatte sie zwar selbst ausgeübt, für ausgesprochen überflüssig, wenn nicht nachgerade schädlich hielt. Die amerikanischen Missionsgesellschaften reagierten auf diese Aussage, man kann sich das denken, mit Missmut. Ihrem Vater setzte Perlis Buck dennoch ein literarisches Denkmal. Sie tat es in einer Biografie, deren Titel Fighting Angel, also kämpfender Engel, schon das Programm verriet. Auch die Mutter erhielt ein solches Denkmal. Selbst Freunde der Autorin erwähnen es mittlerweile allerdings nur noch in Fußnoten. Perlis Buck scheint nicht nur zweisprachig, sie scheint eben auch zweiselig aufgewachsen zu sein. Stellen wir uns ein kleines, blondes, blauäugiges Mädchen vor, das so arm ist wie seine chinesischen Spielkameraden, das daher auch deren Schicksal teilt, Hunger und frühes Leid. Drei von Pearls Geschwistern starben an Cholera, an Malaria, an der Amöbenruhr. Stellen wir uns ein Kind vor, das zwar streng christlich erzogen wurde, aber genauso davon überzeugt ist, dass zerbrochene Weihrauchstäbchen Unglück bringen. Dass männliche Säuglinge nur geraten, wenn sie nach der Geburt in des Vaters Hose gewickelt werden. Dass die unglücklichen Geister von Verstorbenen an Straßenkreuzungen lauern und auf Rache sinnen. Stellen wir uns schließlich ein Mädchen vor, das den beständigen Tiraden des Vaters und den Jeremiaden der Mutter entflieht. Entflieht, indem es liest. Zweisprachig natürlich. Mal die Werke von Charles Dickens, die im Elternhaus toleriert waren, mal chinesische Gespenstergeschichten, die weder Vater noch Mutter verstanden. Man kann dann auch noch an eine 18-Jährige denken, die aus sozialem Engagement in einem Projekt zur Betreuung von Prostituierten und versklavten Kindern arbeitet und dann an ein College im konservativen Virginia geschickt wird. Auffällig, scheinbar völlig aus der vertrauten Welt gefallen, war sie auch dort. Auffällig blieb sie bis zu ihrem Lebensende im März 1972. Nicht immer, und das sei hier nur angedeutet, in einem alle Herzen erfrischenden Sinne, irgendwann muss Perlis Buck das Auffallen, das Erregen von Aufmerksamkeit zur Notwendigkeit geworden sein. Der Roman, für den sie 1938 von der Schwedischen Akademie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, Die gute Erde, beschreibt das Leben zweier Familien auf dem chinesischen Lande. Die eine befindet sich auf dem Weg in den sozialen Abstieg. Sie war zu lange zu reich, um noch kämpfen zu können. Die andere Familie, die des Bauern Wang Lung und seiner Frau Oh Lan, schickt sich an, ihr Glück zu machen. Und das Herstellen von Glück ist für einen Bauern ein unendlich mühseliger Vorgang. Schließlich verfügt er nur über seine Körperkraft, ein paar traditionelle Kenntnisse der Bodenbearbeitung und eben den Willen, sein Schicksal als Herausforderung zu begreifen. Dieses Schicksal tritt in vielerlei Gestalt auf. Dem Saatguthändler etwa, der seine Preise bestimmt. Marodierenden Soldaten, die sich vom Lande ernähren. Korrupte Beamte, die über Steuern und den Verlauf von Grundstücksgrenzen entscheiden. Töchter, die untergebracht werden müssen. Und leicht verzärtelte Söhne, schließlich die ganz harte Arbeit bereits zu scheuen gelernt haben. Die größte Herausforderung aber ist jene Gottheit, die Perlis Buck in den Titel ihres Werkes gehoben hat, ist jene gute Erde, die naturgemäß nur in wenigen Jahren wirklich gut ist. In anderen Jahren ist diese Erde ausgedörrt, von der Sonne versenkt oder überschwemmt, dazu von all den Plagen heimgesucht, die unser einer schon aus der Bibel kennt. In jedem Dorf steht ein Tempel, in dem man zu den Göttern dieser Erde Rauchopfer bringen kann. Aber ob diese Opfer gütig angenommen werden, ob sie helfen, darüber entscheiden die Götter nach ihren eigenen, den Menschen uneinsichtigen Ratschlüssen. Der tapfere Bauer Wang Lung und seine Frau, die noch viel tapfere Frau Oh Lan, werden von keiner dieser Anfechtungen verschont. Pearl kannte sich in derlei Lebensläufen aus. Sie hatte die Not der Menschen nicht nur in jenen vergleichsweise unspektakulären Gegenden erlebt, in die noch Missionare entsandt wurden, sondern auch in, mit Verlaub von
Gott und allen Göttern noch verlasseneren Regionen, wie in jenem Teil der Provinz Anhui, in das sie 1917 mit ihrem frisch angetrauten Ehemann, dem amerikanischen Agrarexperten John Lossing Buck, gezogen war. In diesem Anhui, in dieser Provinz, so sagt es ein chinesischer Merksatz, in Anhui herrschte eine solche Armut, dass man damals dort mehr Bettler als Flöhe anzutreffen pflegte. Wang Lung, der Held der guten Erde, meistert die Herausforderung. Doch ob er am Ende seines Lebens tatsächlich als glücklicher Mann in die Zukunft blicken kann, wird nur ein voll zum Optimismus entschlossener Leser mit einem emphatischen Ja entscheiden können. Pöllers Back schrieb übrigens noch zwei Folgen, die dem Schicksal der Familie weiter auf der Spur bleiben. Den Optimisten geben sie, vorsichtig gesagt, nur sehr bedingt recht. Wenige Bücher erzielten im vergangenen Jahrhundert so spektakuläre Verkaufserfolge wie Die gute Erde von Pearl S. Buck. 2 Jahre lang stand der Titel an der Spitze der einschlägigen Listen von Kassenschlagern. Pearl S. Buck wurde so schnell, so wohlhabend, dass sie auch ihren Verleger, den sie 1935 heiratete, vor dem Bankrott bewahren konnte. Sie erhielt den begehrten Pulitzerpreis. Und 6 Jahre später, eben im Jahr 1938, dann den noch sehr viel begehrteren Nobelpreis. Sie können sich, verehrte Zuseher, vorstellen, was passiert, wenn ein Schriftsteller, schlimmer noch eine Schriftstellerin, von der man praktisch zuvor überhaupt nichts wusste, sozusagen in 0, nichts alles abräumt, was es auf dem literarischen Markt an materiellen und an ideellen Belohnungen zu vergeben gibt. Genau, es wird geschäumt. William Faulkner, der 1936 einen Roman veröffentlicht hatte, in dessen Titel der Name Absalom, also der Name von Pearls Vater Absalom, Abschalom, gleich 2-mal vorkam. William Faulkner also wollte 1940 den Nobelpreis für Literatur schon ablehnen, weil ihn 2 Jahre zuvor eben jene seichte Kollegin, die alle nur Pearl nannten, für ihren Kitschroman erhalten hatte. Chinesische Autoren, allen voran der wohl würdigste unter den nie in Stockholm geehrten, der Schriftsteller Lu Xun, bemerkte sinngemäß, dass es vielleicht keine so ganz schlechte Selbstbeschränkung wäre, das Schreiben über China den chinesischen Kollegen zu überlassen. Damit war Lu Xun im Vergleich zu anderen Kritikern aus seiner Heimat noch ein Vorbild würdevoller konfuzianischer Zurückhaltung. Den literarischen Auseinandersetzungen folgten politische. Sie reichten bis in das Jahr vor Pearl S. Bucks Tod, als ihr ein letzter Besuch Chinas mit der Begründung verwehrt wurde, sie habe sich zu abfällig über deren Führung geäußert. Das stand in ziemlich klarem Gegensatz zur Meinung amerikanischer Politiker, die Pearl als Anhängerin von Mao mithin als Bolschewikin brandmarkten und entsprechend für ihren ökonomischen Ruin zu sorgen suchten. Die gute Erde ist packend geschrieben, kein Zweifel. Ob der Roman literarisch an Faulkner heranreicht, ist dagegen eine völlig belanglose Frage. In einer Zeit, in der Chinesen in den USA und selbstverständlich nicht nur dort als Chinks oder als Chinamen oder als Schlitzaugen missachtet wurden, als selbst eine sympathisch angelegte chinesische Filmfigur, der Detektiv Charlie Chen, von einem Dänen gespielt werden musste, war es von viel größerer Bedeutung, dass da plötzlich eine Schriftstellerin daherkam und zeigte, hey, bei uns in Oklahoma sterben die Bauern, weil der Wind ihre gute Erde davonbläst. Und das ist in China ganz genauso. Sie reden dort anders, sie verehren andere Götter, und deswegen, genau deswegen, sind sie genauso wie wir.